طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، im letzten Dars haben wir einige Defizite genannt gehabt. Defizite des Nafs, der menschlichen Seele, und einige ihrer Ursachen und Gründe oder Entstehungsursachen. Und eines davon war, eines der Entstehungsursachen war der die Hubbud Dunya, die Liebe der Dunya. Sahih? Die Liebe zu der Dunya oder das akute Streben danach, nach der Dunya, die Konkurrenz in der Dunya, das ist eine der Ursachen für diese Defizite der Seele. Und darum kommt jetzt ein Kapitel, in dem er das ein wenig behandeln möchte. Und wir haben ja schon mal gesagt in den vergangenen Unterrichten, dass die Defizite und die Makel der Seele grundsätzlich durch zwei Dinge behandelt werden. Es gibt zwei Behandlungswege. Einmal Tariqatul Ilmiya, das heißt, dass man das durch Wissen behandelt, durch Erfahrungen, durch gewisse Kenntnis. Und das zweite ist die praktische Behandlung, dass man also in der Praxis gewisse Dinge tut, um seine Defizite in den Griff zu bekommen. Und jetzt, da die Dunya eines der Ursachen für viele Krankheiten ist, hat er dieser Sache oder diesen Defiziten ein Kapitel folgen lassen, in dem er über den Tadel der Dunya spricht. Bab Dhammid Dunya. Hier spricht er über die Dunya und die Realität dieser niederen Welt. Dunya heißt, das Wort selbst, Dunya, heißt das Niedere. Dunya ist das niedere Leben. So, er sagt, dass die Ayat, die im Koran über die Kritik und den Tadel der Dunya existieren, sind zahlreich. Oder die zur Verringerung und Verminderung der Dunya aufrufen oder Gleichnisse für die Dunya prägen, sind zahlreich im Koran. Unter anderem, als Beispiel hier nur, die Aussage Allah Ta'ala in der Surat Ali Imran: Zuyyina linnasi hubbu shahawat, den Menschen wurden ausgeschmückt wurden den Menschen die Shahawat. Die Shahawat ist all das, wozu der Mensch aufgrund seiner Triebe geneigt ist, zugeneigt ist zu den Dingen. Das nennt man Shahwa. Shahwa heißt Shahwa ma tamilu ilayhi nafs. All das, wozu die Seele sich geneigt fühlt, angezogen fühlt davon. Und die Shahawat sind unzählige. Allah Ta'ala zählt hier einige auf, beziehungsweise die Hauptkategorien. Er sagt, Zuyyina linnas hubbu shahawat. Den Menschen wurden die Shahawat ausgeschmückt, schön gemacht. Welche Shahawat? Zuyyina linnas hubbu shahawat minan nisa. Nummer 1. Die Frauen. Wal banin. Die Kinder und Söhne. Und hier ist ein interessanter Punkt, dass Allah Ta'ala mit den An-Nisa beginnt, mit den Frauen, an erster Stelle erwähnt. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, in dem Sahih, sagte: Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali min an-nisa. Ich habe nach mir keine Fitna. Also die Fitna ist das, wodurch der Mensch in Versuchung gerät oder wodurch er von seinem Dien abkommt. Abkommt nicht nur im Sinne der Ridda, sondern von der Istiqama abkommt. Was ist es? Die Frauen. Die schwierigste und stärkste Fitna. Und sämtliche Shahawat, die hier genannt werden, danach die Kinder, danach sagt Allah Ta'ala, وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ angehäuftes, zentnerweise Gold und Silber ist euch lieb. Wal-Khayl al-Musawwama, Rassenpferde. Rassenpferde sind nämlich, sie sind ein Statussymbol. Sahih? Rassenpferde sind Statussymbol, deswegen sind sie so lieb. Keine Esel beispielsweise im Vergleich dazu. Hat keinen Status. Ist kein Symbol für einen bestimmten Status, darum ist das auch nicht so begehrt. Allah Ta'ala erwähnt hier aber die Rassenpferde und damit kann man vergleichen heute die Luxusautos
private Flugzeuge, private Yachten und so weiter. Und dann sagt er, wal an'am, und das Vieh, wal harth, al-harth ist das Saatfeld, Erde, Land. Ein anderer Punkt, warum Allah Ta'ala diese Sachen den Frauen nachgestellt hat, oft ist es so, dass der Mensch nach diesen Dingen strebt, um Frauen zu imponieren. Oder? Weil er weiß, ohne Geld keine Frauen. Ohne schöne Autos kriegt er keine Frauen. Und wenn er Häuser hat und Geld hat und Land hat und Rassenpferde hat, also Statussymbole, dann kann er damit die Frauenwelt imponieren, beeindrucken. Das ist auch vielleicht einer der Gründe, warum das nachgestellt worden ist. Tayyib, dann sagt Allah Ta'ala, nachdem er diese Genüsse und diesen Nießbrauch genannt hat, er sagt, deutet aber auf die Realität dieser Dinge hin. Er weist nochmal hin, ja, das ist euch lieb gemacht worden, es ist euch ausgeschmückt worden. Aber, dann sagt er, ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Das ist der Nießbrauch des niederen Lebens. Und wisst ihr, was Mata' heißt? Mata', dieses Wort, kommt oft vor in Verbindung mit der Dunya. Mata' heißt, Dinge, die du für deinen Nutzen benutzt, und verbrauchst. Also darauf sollte man sich in der Dunya beschränken. Du sollst die Dunya als ein Hilfsmittel sehen, um auf deinem Weg voranzukommen. Das ist der Nießbrauch des Lebens, des niederen Lebens. Und dann, Wallahu indahu husnul ma'ab. Und bei Allah ist die schönere Rückkehr. Bei Allah ist die schönere Rückkehr. Und dann sagt Allah Ta'ala, Qul أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ. Sprich, soll ich euch nicht über etwas berichten, das besser ist als all dies, was eben genannt worden ist? Dann sagt Allah Ta'ala, لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ. Für die, die Taqwa haben, die Gottesfurcht haben, gibt es bei ihren Herren Gärten des Paradieses, durch die Flüsse laufen. وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. Und reine Ehefrauen, reine Partner. Ja. Danach sagt Allah Ta'ala an einer anderen Stelle in der Surat, Al-Imran auch, er sagt, auch ansprechend über die Realität dieses Lebens, er sagt, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ. Wieder das Wort Mata', nur diesmal sagt er nicht Mata'u al-Hayati al-Dunya, diesmal sagt er Mata'u al-Ghurur. Al-Ghurur. Und das Leben, das niedere Leben, ist nichts anderes als täuschender Nießbrauch. Ghurur. Er benutzt das Wort Ghurur. Ghurur bedeutet Täuschung, getäuscht zu werden. Weißt du, was Ghurur ist? Wenn du verhandelst mit einem Händler und er bietet dir schlechte Ware an, aber er macht sie dir schön. Er poliert das Auto vorher, bevor du kommst, versucht gewisse Mängel irgendwie zu verdecken und treibt den Preis hoch und du lässt dich täuschen von seinen Worten, du lässt dich täuschen von dem, was du so im ersten Moment siehst und dann kaufst du das und nach einer Zeit merkst du, dass das ein Verlust war, dieses Geschäft. Und das ist die Dunya, Mata'ul Ghurur, ein täuschendes Geschäft. Es täuscht den Menschen. Und Allah Ta'ala sagt, in einer anderen Stelle prägt er ein Gleichnis, das er an zwei oder drei Stellen geprägt hat, dieses Gleichnis. Unter anderem in der Surat Yunus und der Surat Al-Kahf und Surat Al-Zumar. In diesem Gleichnis sagt Allah Ta'ala, das ist ein sehr schönes Gleichnis, ein Beispiel für das Leben auf dieser Welt. Vergleiche können angestellt werden auf zweierlei Wege. Entweder eine Sache wird mit einer anderen Sache verglichen, wenn ich sage, Zaid und Kal-Asad, Zaid ist wie ein Löwe. Hier wurde Zaid mit einem Löwe verglichen. Ein einfaches Bild, ein einfacher Vergleich. Ein Standbild sozusagen. Manchmal sind Vergleiche aber ganze Szenen. Hier stellt Allah Ta'ala einen Vergleich für die Dunya mit einer ganzen Szene an. Und diese Szene hat etwas mit dem Pflanzenwuchs zu tun. Er sagt, I'lamu, wadrib lahum mathalan, mathal al-hayati al-dunya,
kama in anzalnahu minas sama. Und präge für sie, präge ein Gleichnis des diesseitigen Lebens. Was ist das Gleichnis? Kama in anzalnahu. Jetzt kommt das ganze Bild. Jetzt kommt ein Bild, eine Szene. Und diese Szene, genau so ist das Leben auf der Welt. Er sagt, es ist wie das Wasser, das wir vom Himmel herabsenden. Wasser ist Leben, sahih. Wasser ist Leben. Was passiert, wenn das Wasser vom Himmel herabgesandt wird und es vermengt sich mit der öden und dürren Erde? Es sprießt alles Mögliche an Grün hervor. Die Erde wird bekleidet mit einem herrlichen Grün und verschiedene Farben, Pflanzen sprießen hervor. Es kommt Leben. Was passiert dann? Diese Pflanzen wachsen und gedeihen, bis sie ihr höchstes Ausmaß angenommen haben, die höchste Schönheit, die sie tragen können, angenommen haben. Und dann passiert was? Dann trocknen sie wieder aus, dann werden sie zu dürrem Zeug und dann werden sie von dem Wind verweht, nach rechts und links, nichts mehr davon ist da. Und das ist die Dunya. Das ist die Dunya. Du warst nichts. Wie Allah Ta'ala sagt, هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Ist denn nicht über den Menschen, über jeden einzelnen Menschen, eine Zeit gekommen, in der er nichts Nennenswertes war? Nichts Nennenswertes. Du warst nicht. Du hast nicht existiert. Dein Name hat nicht existiert. Deine Person hat nicht existiert. Dann bist du gedeiht. Du bist entstanden. Du hast irgendwann deine Vollkommenheit, deine menschliche Vollkommenheit erreicht. Und dann geht es wieder abwärts. Dann wirst du geplagt von Krankheiten, altersbedingten Krankheiten. Wenn du nicht schon davor geplagt worden bist von weltlichen Schicksalsschlägen, Armut oder andere Dinge. Und dann wirst du schwächer und schwächer und dann bist du am Ende auch mit der Erde gleich. Verstaubst unter der Erde. Und dann ist deine Geschichte zu Ende. Und so ist die, das ist die Dunya. Das ist das Gleichnis der Dunya. Daher sagt Allah Ta'ala auch an einer vierten Stelle, und das zeigt uns, wie oft die Dunya im Koran erwähnt wird. An der vierten Stelle sagt Allah Ta'ala, er stellt jetzt, nachdem er das Gleichnis geprägt hat, zeigt er die, hier werden einige Zwecke erwähnt, wegen der die Menschen leben. Lebenszwecke. Lebensaussichten der Menschen. Was sind sie denn meistens? Allah Ta'ala sagt, I'lamu, wisset. Und dieses Wort I'lamu kommt nur dann vor. Ich könnte dir das ja auch ohne dieses Wort etwas mitteilen, oder? Ich könnte ja auch sagen, die Dunya ist so und so, ohne dir vorher zu sagen, wisse. Wisse, das wird nur gebracht, wenn etwas Wichtiges ausgesagt werden muss. Wenn der Zuhörer aufgefordert wird, aufzupassen. Er sagt, wisset, i'lamu annama al-hayatu dunya. Hier kommt das Wort annama. Annama heißt so eine Einschränkung. Nichts anderes ist das Leben. I'lamu annama al-hayatu dunya. Wisset, das Leben ist nichts anderes als Nummer 1. La'ib. La'ib. Spiel. Warum wird das Leben als Spiel bezeichnet? Wenn du siehst, wenn Kinder spielen, irgendeinen Unsinn machen, sie werden davon erschöpft, es erschöpft sie irgendwann, aber wirklichen Profit haben sie davon nicht genommen. Es war nicht viel davon mitgenommen, zumindest einige Spiele. Dann sagt Allah Ta'ala, La'ibun wa lahwun, lahwun, Zeitvertreib. Zeitvertreib, das was man heute auch Zeittöten nennt. Ich habe mal meine Zeit getötet ein bisschen. Das sagen die Leute wirklich. Das ist, manchmal siehst du bei Beschreibungen von verschiedenen Sachen, Spielen oder Handyprogrammen, Handyspielen, schreibt jemand in der Bewertung des Programms ein tolles Spiel, um seine Zeit zu töten. Zeigt, wie sehr man sein Kapital schätzt, deine Lebenszeit. So, also Laib und Lahu, was noch? Wazina, Schmuck, ihr schmückt euch damit aus. Und dann
وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ und ihr prahlt damit gegenseitig. Das ist die Konkurrenz. Man versucht den anderen irgendwie zu überbieten. Und was noch? وَتَكَاثُرٌ ihr versucht euch zu überbieten und zu überschlagen gegenseitig in fil amwal, im Geld, und wa fil aulad, und in den Kindern. In den Kindern trifft es vielleicht heute nicht mehr so ganz zu in manchen Ländern, zum Beispiel hier zu Lande. Da versucht man sich in Hunden zu übertreffen. Gegenseitig werden mehr Hunde. Okay. Jedenfalls, das sind einige Verse aus dem Koran. Es gibt natürlich noch mehr, aber man kann sie nicht alle hier erwähnen. Auch die Ahadith sind reich in dieser Sache. Unter anderem der Hadith in den im Al-Bukhari, der ist nicht im Bukhari, bei Muslim, der Hadith von Al-Mustawrid ibn Shaddad. Da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt, das Gleichnis der Dunya ist wie, wenn jemand von euch seinen Finger in das Meer taucht und dann wieder rausholt aus diesem Meer, dann soll er doch schauen, was an seinem Finger hängen bleibt. Das, was an deinem Finger hängen bleibt, dieser Tropfen, das ist vielleicht nicht mal ein ganzer Tropfen. Das ist die Dunya und das Meer ist die Akhira. Das Meer ist die Akhira. Und dieser Vergleich dient nur ja, dem Zweck, dir das ein wenig näher zu bringen. Ansonsten kannst du die Akhira nicht mit der Dunya vergleichen. Auf keinerlei Art und Weise. Denn wie kann man etwas Vergängliches mit etwas Unvergänglichem vergleichen? Geht gar nicht. Aber das ist nur einfach, um dem Zuhörer das ein wenig nahe zu bringen, was für einen Wert die Dunya hat. Ebenfalls wird in einem Hadith überliefert, bei Tirmidhi, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة. Hätte die Dunya bei Allah einen Wert wie der Flügel einer Fliege, nur so viel Wert, wäre sie so wertvoll bei Allah wie der Flügel einer Fliege, ist kein Wert bei niemandem. Dann hätte er dem Kafir keinen Schluck gewährt, keinen einzigen Schluck gewährt. Aber sie ist bei ihm, hat bei ihm nicht diese Stellung, diesen Wert. Und deswegen sagten einige der Salaf, sie sagten, die Dunya kriegt jener, den Allah liebt und den er nicht liebt. Kriegen beide. Aber den Iman, die Taqwa, die Istiqama, kriegt nur der, den er liebt. Und ebenfalls wird in einem Hadith überliefert, den auch Tirmidhi überliefert, dem Ibn Majah, da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi minha. Die Dunya ist mal'un. Mal'un heißt yani, kommt vom Wort la'na. Die Dunya ist mal'un und alles, was in ihr ist, außer das, ausgenommen von dem, was darin für Allah ist. Was in der Dunya für Allah ist. Na, das sind einige Hadith über die Dunya. Es gibt ein Schreiben, Al-Hassan hat ein Schreiben, einen Brief geschrieben an Umar ibn Abdul Aziz, den man auch den fünften Khalifa nennt. Aber wie gesagt, ich habe mal gesagt, diese Bezeichnung ist nicht unbedingt ganz zutreffend, weil es gab vor ihm andere, es gab vor ihm Muawiyah. Muawiyah ist ein Sahabi. Oder nicht? Ja, deswegen, wenn fünfte Khalifa wäre, dann wäre das Muawiyah. Jedenfalls, aber mit der Zeit von Muawiyah hat der Mulk angefangen, also Königtum. Und deswegen sagt man, Muawiyah ist der erste König des Islams. Vorher waren die Khulafa al-Rashidun und mit Muawiyah hat das erste Königreich begonnen. Al-Mulk. Aber man nennt Umar ibn Abdul Aziz Khalifa aus dem Grund, auf den fünften Khalifa, weil seine Sira ähnlich war wie die der Khulafa al-Rashidun. Jedenfalls, Al-Hassan hat ihm an ihn einen Brief geschickt, in dem sagt er, Amma ba'd. Er sagt,
Eine Dunya daru dha'nin leiset dara muqab. Die Dunya ist ein Ort der Reise, kein Ort der Bleibe. Allah Ta'ala hat Adam in Form einer Strafe auf sie herabgesandt. Darum hüte dich vor ihr, O Amir der Mu'minun. Proviant in der Dunya bedeutet, sie zu lassen. Reichtum darin ist Armut. Sie erniedrigt, wer sie ehrt, und lässt arm werden, wer sie hortet. Sie ist wie Gift, das von dem eingenommen wird, der es nicht kennt. Darum hüte dich vor ihr, nehme dich vor ihr in Acht, denn sie ist eine täuschende, illusionäre Stätte. Und dann sagt er, وَكُنْ أَسَرُّ لَمَا تَكُونُ فِيهَا أَحْذَرَ مَا تَكُونُ لَهَا. Und am glücklichsten sollst du dich schätzen in ihr, wenn du am vorsichtigsten bist mit ihr. Ihre Glückseligkeit ist vermengt mit Trauer. Und dann schreibt er weitere Sachen über die Dunya. Malik ibn Dinar, rahimahullah, pflegte zu sagen, nehmt euch in Acht vor dem Zauberer. Nehmt euch in Acht vor dem Zauberer. Dem Zauberer, der die Ulama verzaubert. Was meint er mit dem Zauberer hier? Meint die Dunya? Er meint die Dunya. Einige Salaf haben auch Gleichnisse geprägt für die Dunya. Yunus ibn Ubaid, rahimahullah, er sagte, die Dunya ist wie ein schlafender Mann. Die Dunya ist wie ein schlafender Mann. Und er sieht, dieser Mann sieht in seinem Traum Dinge, die ihm gefallen und Dinge, die ihm missfallen. Dinge, die ihn erfreuen und Dinge, die ihn traurig machen. Und während er in dieser Situation ist, wacht er auf. Und dann ist die Dunya vorbei. Ja. Auch ein schönes Beispiel, das überliefert wird von Isa, dass Isa a.s. das gesagt haben soll. Er sagte, Dunya Qantara, die Dunya ist eine Brücke. Die Dunya ist eine Brücke. Fa'buruha, überschreitet sie. Also überschreitet sie, geht auf die Brücke und lauft über die Brücke, damit sie auf die andere Seite ankommt. Wala ta'muruha. Und baut aber nicht dort auf. Yani es wäre nicht klug und intelligent, dass jemand, da ist eine Brücke, die ist dazu gedacht, dass man hier schnell rüber geht, sie passiert, und er setzt sich dorthin und baut sein Zelt auf der Brücke auf, in der Mitte irgendwo, und macht sich Hoffnungen darauf, hier zu bleiben jetzt, das als Wohnstätte zu nehmen. Ja. Die Dunya ist ebenfalls so eine Brücke. Punkt A, auf dieser Brücke ist deine Wiege, in der du gelegen hast. Und Punkt B der Brücke ist dein Grab, in dem du liegen wirst. Na. In Bezug auf den Hadith von Al-Mustawrid ibn Shaddad, den ich am Anfang genannt hatte, ja, dass die Dunya, das Gleichnis der Dunya ist, wie das, wenn jemand von euch seinen Finger in das Meer taucht, dann wieder rausnimmt. Dazu hat Al-Ghazali ein schönes Gleichnis geprägt. Das hat mir persönlich sehr gefallen. Deswegen wollte ich das euch auch mal zeigen. Nachdem er diesen Hadith erwähnt hat, sagt er, das ist das Gleichnis oder ein Beispiel in Bezug auf die Unachtsamkeit, Achtlosigkeit der Menschen. Sie sind wie Menschen, die sich auf einem Schiff befinden und mit diesem Schiff auf einer verlassenen, aber mit Pflanzen und verschiedenem Gewächs, schönem Gewächs bekleideten Insel stoßen.
Irgendwo in der Mitte des Meeres kommen sie auf eine Insel an. Und diese Insel ist für die etwas Ansehnliches, hat ihnen gefallen. Sie machen dort Halt und der Führer dieses Schiffes, er warnt sie schon im Voraus, wir werden bald aufbrechen, damit sie nicht zu weit reingehen in die Insel und sich durch das Vergnügen dort ablenken lassen von der Abfahrt und dann zurückbleiben und dort zugrunde gehen. So, die Leute kommen runter von diesem Schiff und einige von ihnen kommen schnell wieder zurück. Sie gehen runter, erledigen ihre Geschäfte, was sie auch tun müssen, und kommen schnell wieder zurück. Diese Menschen werden natürlich die besten Plätze nehmen auf dem Schiff. Sahe, sie kriegen die besten Plätze, sie kriegen Plätze im Schatten, sie kriegen weitflächige Orte, die sie für sich reservieren. Dann gibt es aber auch andere, die sich damit beschäftigen, das Gewächs dort anzuschauen, bisschen die Früchte zu probieren, hier und da sich aufzuhalten. Und was passiert dann? Manche von ihnen, die teilen sich dann auch wieder ein in Gruppen. Er sagt, manche von ihnen, nachdem sie das getan haben, kommen sie aber auch wieder zurück. Also bevor der Qaid, der Führer sie oder der Kapitän sie aufruft und sie warnen muss, dass das Schiff jetzt sich bewegt, sie kommen zurück an zweiter Stelle. Auch sie kriegen verhältnismäßig gute Plätze. So, aber natürlich nicht wie die Ersteren. Dann gibt es andere, die sind ein wenig schlechter. Die haben sich vertieft, sind ein bisschen tiefer reingegangen auf der Insel, wollten mehr betrachten, wollten ein bisschen Dinge mitnehmen, die sie dort gefunden haben. Sie konnten sie nicht lassen und dann sind sie mit einer vollen Ladung, sie haben sich beladen damit, auf dem Weg zurück. Sie sind auf dem Weg zurück und das hat Zeit und Kraft gekostet. Manche von ihnen mussten fallen lassen, was sie hatten, um noch das Schiff zu bekommen. Und andere sind erschöpft angekommen auf das Schiff, haben ein bisschen was davon mitgenommen, aber dafür die engsten Plätze bekommen auf dem Schiff. Und dann gibt es wieder eine vierte Gruppe von Menschen, die sind so tief in die Insel reingegangen, haben sich von ihr ablenken lassen und sind ihrer Achtlosigkeit verfallen, haben das Schiff verpasst und sind auf dieser Insel zugrunde gegangen. Er sagt, das ist das Gleichnis auch mit der Dunya. Die Menschen sind genauso, sie sind auf einem Schiff, sie kommen auf diese Insel an, diese Insel ist diese Dunya. Manche lassen sich von ihr so ablenken, dass die Abfahrt antrifft und sie verpassen sie. Und einige werden schon früh zurückkehren auf ihr Schiff, werden leicht sein, werden die besten Plätze bekommen. Und so sind Menschen in der Akhira. Das ist ein Beispiel. Ich habe es ein bisschen abgekürzt. Er hat das ein bisschen detaillierter genannt und verschiedene Arten von Menschen genannt, aber das ist so die zusammengefasste Darstellung von dem, was er hier nannte. Das waren jetzt einige Ayat und einige Ahadith und einige Aussagen der Salaf. Begnügen wir uns hiermit. Im nächsten Teil sprechen wir darüber, wie man diese Texte verstehen soll. Weil manche Menschen missverstehen diese Texte, die über die Dunya handeln oder die Dunya kritisieren und tadeln. Das habe ich schon mal gesagt, wenn die Dunya kritisiert wird, dann sind es nicht die Gegenstände, die wir hier haben. Es ist nicht der Boden, es sind nicht die Bäume, nicht der Himmel, der kritisiert wird. Es ist etwas anderes. Also was ist das Kritikwürdige in der Dunya? Und wann ist die Dunya etwas Lobenswertes, also dass man von ihr nimmt, von ihr profitiert? Das besprechen wir inshallah beim nächsten Mal. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.